Hallo, guten Tag, mein Name ist Pavel Dillinger. Ich arbeite für die Deutsche Telekom. Ich stehe hier in Berlin, in der Winterfeldstraße vor dem Konzernhaus Berlin. Das kennen bestimmt viele von euch. Ich möchte euch da was Neues entdecken, und zwar in den Kellerräumen. Es geht um Nachhaltigkeit, es geht um Energiewende, es geht um Wasserstoff und Brennstoffzellen, um die Firma Bosch und. Lasst euch überraschen, schauen wir uns das mal an. Das ist ein bisschen verwinkelt hier, hinter auf dem Hinterhof. Sieht aus wie ein normales Bürogebäude, aber da steckt ganz viel Technik drin. Hallo, ich stehe hier vor einem Serverraum, die PASM. Die kümmern sich um diese Energiesicherheit. Und natürlich sind die immer interessiert, auch effizienter zu werden, um auch die Energiewende zu unterstützen. Ich stehe jetzt hier im Serverraum. Die PASM sorgt dafür, dass rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, auch hier Strom verfügbar ist. Stromversorgung ist das A und O. Und deswegen gucken wir uns gleich auch noch die Brennstoffzellen an, weil die eine Zukunftsperspektive aufmachen, wie man nachhaltiger Strom produzieren kann. So, hier stehen sie, die zwei Brennstoffzellen hinter mir. Oben sieht man von Bosch. Wir sind hier im Heizungshaus, und die Geräte, das sind Brennstoffzellen, die Energie erzeugen mit einem hohen Wirkungsgrad, und die werden mit die Energiewende einleiten können, wenn sie denn laufen, über Wasserstoff in Zukunft, denn dann entsteht kein CO2 und der Fußabdruck ist äußerst gering. Diese Brennstoffzellen laufen zurzeit mit Erdgas und mit Biogas, in Zukunft mit Wasserstoff, und erzeugen Energie. Das ist eine Kooperation mit Bosch und ist ein echtes Signal in die Zukunft. Denn wir müssen alle daran arbeiten, weniger CO2 zu produzieren. Die Telekom übernimmt Verantwortung. Ich sage nur Hashtag Green Magenta.